Danke schön, danke auch für die Einladung. Ich bin nicht Gründerin von Green City, dafür bin ich relativ jung. Green City ist schon 28 Jahre alt, wurde 1990 gegründet und inzwischen sind wir haben eine sehr, sehr große Familie. Wie gesagt, das ist richtig, ich arbeite im Verein, aber Green City hat auch eine AG, eine AG, die erneuerbare Energieanlagen baut, die, wo sie ihr Geld in ökologischen Geldanlagen investieren können, wo sie unsere Green City Ökostrom beziehen können. Und wenn sie diese coolen orangenen E-Roller fahren, fahren sie auch mit uns. Die Green City Experience ist eine GmbH, die hauptsächlich nachhaltige Konzepte für Kommunen und Unternehmen anbieten. Wie gesagt, ich arbeite im Verein, wir arbeiten politisch, wir arbeiten zusammen mit Bürgern, wir informieren, wir klären auf und wir gestalten München gemeinsam nachhaltig mit. Und ich werde heute ein paar Eindrücke von unserer Arbeit in diese Richtung zeigen. Die Wanderbaumallee kennt wahrscheinlich fast jeder hier, müsste eigentlich, läuft seit 26 Jahren durch die Münchner Straßen. Wir wollen mit dieser Aktion die Wichtigkeit des Stadtbaumes in den Vordergrund stellen. Wir sperren den Verkehr und stellen den Baum dort, wo man den nicht erwartet, nämlich auf der Straße, und verändern dann über mehrere Wochen bestimmte Straßenzüge in München. Das ist nicht nur ein Aha-Effekt, was auch natürlich, sondern wir begleiten Bürger vor Ort, auch politisch in dem Sinne, dass Bürger sich bei uns melden, wenn sie ihre Straße verändern möchten. Wenn sie zum Beispiel betroffen sind, weil eben es zu heiß ist bei denen, weil eben kein Baum ist oder zu laut und wollen und wissen nicht, wie man so einen Veränderungsprozess anstoßt, dann holen sie uns da in die Straße. Wir vermitteln zu den Bezirksausschüssen, helfen mit Petitionen, helfen mit Anträgen, sodass es entweder zu einer Verkehrsberuhigung oder längerfristig natürlich vielleicht zu einer Baumbepflanzung kommen kann. Wir binden die Anwohner auch mit ein. Jeder muss einen Baum über diese Wochen hinweg gießen. In diesem Sommer war es natürlich ganz schwierig. Da haben alle geschwitzt, dass die armen Bäume nicht eingehen und so weit, dass wir einen Gießmob organisieren mussten. Das war auch mehr als nur diese Aktion. Es ist symbolisch dafür, was auf uns zukommt. Ich glaube, die CSU hat einen Antrag gestellt Ende des Sommers, dass die Münchner Bürger einige Kubikmeter von der Stadtwerken kostenlos bekommen sollen, um ihre Bäume vor der Haustür zu gießen. Finde ich auf jeden Fall überlegenswert. Wir müssen uns wahrscheinlich neue Maßnahmen überlegen, wie nicht nur unter den Wanderbäumen besser geht, sondern auch den Stadtbäumen. Und eben einige solcher Bäume konnten nicht mehr unterwegs bleiben. Die haben Wurzeln geschlagen und nämlich letzte Woche haben wir 3 Stück in eine Schule in Schwabing gepflanzt, beziehungsweise haben es die Kinder gemacht, gell, unter unserer Anleitung. Schulen müssen auch unbedingt anders geplant werden, anders gebaut werden. Wir brauchen viel mehr Schatten für die Kinder, die spielen. Die Schulhöfe sind viel zu versiegelt. Spielplatz in München, also da fahre ich wirklich sehr oft vorbei, also wir können uns nicht solche Spielplätze mehr leisten. Wir müssen mit den Kindern ihren Umfeld begrünen und denen zeigen, wie das ist und dass sie auch Verantwortung übernehmen. Diese Beete, oder das sind zwar ein Beispiel in einer Schule, wo die Außengelände begrünt wurde. Manchmal ist das Außengelände, manchmal ist drinnen, aber die Kinder übernehmen zusammen mit den Lehrern und der Schulleitung eine Patenschaft für diese Flächen und pflegen sie langfristig.
Das ist ein Bild von vor 10 Jahren. Da haben wir die Guerilla-Gardening-Bewegung nach München gebracht. Das waren ganz lustige Aktionen, bei jedem Wetter, nachts. Dabei ging es darum, was meine Vorrednerinnen auch schon gesagt haben, wer darf und wer soll den öffentlichen Raum mitgestalten? Sollen es nur die Stadt Gärtner werden? Wir dachten, wir sind ja Bürger dieser Stadt, wir haben auch ein Recht, aber auch eine Verantwortung eben. Naja, diese Aktionen sind eben sehr informell gelaufen. Wir hatten irgendwelche Pflanzen bekommen, die waren nicht unbedingt standortgerecht. Und ja, die Bürger oder die Aktiven, die da mitgepflanzt haben, lebten auch nicht immer in der Nähe und konnten sich nicht drum kümmern. Das ist ja vielleicht für Landschaftsarchitekten. Und auch unter der Schilder, bitte gieß mich, hat auch nichts gebracht. Und es ist natürlich uns klar geworden, da wird ja niemand ein Beet gießen, das man nicht selbst angelegt hat. Und so sind wir mit dem Baureferat Gartenbau ins Gespräch gekommen und haben gemeinsam diese neue Form einer Patenschaft entwickelt, das heißt Grünpatenschaft. Die Bürger melden sich bei uns, wenn sie eine Fläche vom Straßenbegleitgrün vor dem eigenen Haus oder vor dem eigenen Laden begrünen wollen und das längerfristig auch pflegen wollen. Und wir, also Green City, prüft nach den Kriterien, die wir schon mit dem Gartenbauamt besprochen haben. Und dann helfen wir mit dem Pflanzentwurf. Die Stadt stellt auch die Pflanzen zur Verfügung, die in der Baumschule sind. Und dann organisieren wir ein kleines Straßenfest, bei dem die Paten den Boden lockern. Also das ist auch ganz wichtig dabei, dieses Schwitzen, dieses sich die Erde aneignen und dann die Fläche begrünen. Dann unterschreiben sie einen Patenvertrag mit der Stadt München und mit uns, bei dem sie sich eben längerfristig verpflichten, diese Flächen zu pflegen. Und die Patenschaft wird nicht an einem einzelnen Bürger gegeben, das ist auch das Besondere, sondern an eine Gemeinschaft. Entschuldigung. Dieses Projekt wird eben aus dem Grund vom Sozialreferat finanziert, weil eben so viele Begegnungen am Beet stattfinden. Wir haben Erfahrungen von Menschen, die jahrelang nebeneinander gewohnt haben und noch nie miteinander gesprochen haben, und aber durch solche Aktionen dann schon. Das ist ein anderes Projekt, das wir letztes Jahr durchgeführt haben. 2017 hatte Menzing, das ist Unter- und Obermenzing, hatte 1200. Jubiläum. Und wir haben uns gedacht, es wäre doch ein schönes Geschenk, wenn die Menzinger Bürgerinnen ihrem eigenen Stadtteil ein Geschenk machen, indem sie 1200 Quadratmeter mehr Grün verwirklichen. Genau. Und das war eine sehr schöne Kampagne, die den Bürgern eben das Gefühl gegeben hat, quasi jeder Quadratmeter zählt. Und ich kann mich einbringen und was für meinen Stadtteil tun. Da haben Unternehmen mitgemacht, die ihren Außengelände begrünt haben, und auch Schulen und Privaten mit einem kleinen 6 Quadratmeter Carport, was begrünt wurde. Wir hatten auch Fassadenbegrünungen, das ist ein Wein, was wir eingesetzt haben. Und genau dieses, jeder kann was dazu beitragen. Obwohl das Thema Fassadenbegrünung ist wirklich ein zähes Thema, muss ich auch sagen. Wir werden vom Umweltreferat im Moment gefördert, damit wir dieses Thema bei den Privaten voranbringen. Ich würde mir wünschen, dass es ein bisschen mehr von der städtischen Seite kommen könnte, dass städtische Gebäude auch begrünt werden, sodass man auch mit diesem Vorbildcharakter herankommt, weil wir bekommen eben auch diese Rückmeldung von den Privaten, wieso soll ich jetzt auch also Geld in die Hand nehmen, meine Fassade begrünen, wenn die Stadt das selber nicht tut. Hier die Damen und Herren der Stadtverwaltung.
Das ist auch ein anderes Projekt, auch sehr alt. Haben wir in Gießen im Rahmen der Sozialanstalt, gefördert von der Städtebauförderung in Zusammenarbeit mit dem Planungsreferat und dem Baureferat. Es hieß Bank und Baum, ganz blöd. Es hat aber super funktioniert. Wir hatten eine mobile Bank und einen mobilen Baum. Und wir haben die Leute gefragt, wo würden sie sitzen? Unter einem Schatten. Also es ist ja wieder diese Schatten und auch sonnigen Plätzen. Wann brauche ich einen sonnigen Platz? Wann brauche ich einen schattigen Platz? Und wir haben jeden erreicht mit so einer niederschwelligen Maßnahme. Kinder, ältere Leute, kunterbunt. Das war ganz einfach. Man hat sich kurz hingesetzt, habe ich ausprobiert, würde ich mich hier hinsetzen, liegt auf dem Weg nach Hause zum Einkaufen oder habe ich die Bank einfach mitgenommen auf die andere Straßenseite und habe ich das ausprobiert. Wir haben letzten Endes leider nur einen Baum gepflanzt, aber 11 Bänke aufgestellt. Das war auch sehr interessant, diesen Prozess eben, warum es so schwierig ist, in der Stadt auch so etwas Kleines zu verändern oder durchzusetzen, wie viele Interessenskonflikte gibt. Die einen wollen, eben die Älteren wollen sich hinsetzen, die anderen wollen keinen, der sich unter seinem eigenen Fenster hinsetzt, weil vielleicht kommt er mit einer Flasche Bier und dann ist laut und so weiter und so fort. Und auch, dass die Bürger verstanden haben, wie viele unterschiedliche Sachen man beachten muss im Prinzip, die Sparten, die drunter liegen oder und wie viele Referate da mitgewickelt waren. Also der Prozess war sehr wichtig, was wir eben immer auf der Bank oder an der Bank geführt haben, diese Diskussion. Ein anderes Projekt, was auch im Rahmen der sozialen Stadt Gießen läuft, ist der Grundspitz. Das ist an der Tegernseer Landstraße Ecke Martin-Luther-Straße. Diese Fläche war vor 100 Jahren der Biergarten von der Bergbräu. Das ist praktisch der Vorgänger von der Gießinger Bräu. Und das stand hier. In den 70er Jahren kam da ein Automarkt und war 40 Jahre auf der Fläche, bis die Stadt München 2014 den Autohändler gekündigt hat, weil der Bebauungsplan vorsieht, dass diese Fläche eine öffentliche Fläche wird. Und das ist gerade in Gießen ganz wichtig, weil es weniger Grundflächen gibt, kleinere, und es ist einen sehr verdichteten Stadtteil. Und die Aufgabe von Green City dabei ist, die Wünsche der Bürger für die zukünftige Umgestaltung zu erfahren, aber auch zu probieren, eben in dieser Zwischenzeit, bis es umgebaut wird. Und da konnten die Bürger die Fläche selbst gestalten, es wurde bestrickt, da wurden die Glühbirne unterschiedlich bemalt, die jetzt die Fläche beleuchten. Es gibt auch einen Gemeinschaftsgarten. Jeden zweiten Samstag gibt es inzwischen einen Flohmarkt. Wir haben die Leute über unterschiedliche Maßnahmen befragt, Infostände, Postkarten vor Ort. Und da kamen zum Beispiel Sitzgelegenheiten, sind gewünscht, wieder zurück in Bank und Baum, wie wichtig diese Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum sind, um eben miteinander zu kommunizieren. Dann haben wir glatt Bauworkshops gemacht. So, ihr möchtet Sitzgelegenheiten, dann bauen wir sie zusammen. Und so funktioniert es auf dem Grundspitz. Jeder kann seine Idee mitbringen, aber auch gleich selber durchführen und ausprobieren. Ein großer Wunsch von vielen der Anwohner war ein Bürgerkiosk. Es soll einen Treffpunkt für Bürger geben, wo man aber auch Kaffee oder ein Bärchen trinken kann. Das Projekt hat Designbild sich angenommen von der Professur Entwerfen und Holzbau. Genau, und das ist wirklich ein ganz, ganz toller Bau entstanden. Die haben es selber gebaut und wir
sind gerade dabei, die ganzen Auflagen von allen Behörden und noch Gespräche zu führen. Aber Frau Merck, das schaffen wir schon noch, gell? Dass wir den Kiosk aufkriegen und dauerhaft bewirtschaften können, sodass der dann, dass die Fläche tatsächlich zum Treffpunkt für alle wird. Ein anderes Projekt, was ich Ihnen vorstellen wollte, ist Parking Day. Das ist eine Aktion, die einmal im Jahr rund um den autofreien Tag stattfindet. Green City koordiniert es seit 10 Jahren. Und dabei geht es darum, dass Bürger eben auch vor der eigenen Haustür, vor dem eigenen Laden, einen Parkplatz für einen Tag besetzen und umgestalten. Und wir möchten damit symbolisieren, wie viel Platz im öffentlichen Raum einfach vergoldet ist, weil wir das den Autos verschenken und wie viele unterschiedliche Nutzungen und welche Bedarfe haben die Bürger bei sich in ihrer Nachbarschaft. Ein weiteres, könnte man sagen, so ein Modellprojekt in diese Richtung ist auf jeden Fall City to Share. Das ist auch ein Projekt mit ganz vielen Unternehmen, auch federführend von Planungsreferat. Green City macht da die Kommunikation mit den Bürgern. An der Zenetti-Straße, Ecke Tumblinger Straße im Schlachthofviertel, waren 2 große Flächen Autoparkplätzen, da konnte ungefähr 20 Autos auf einer Seite und auf der anderen auch parken. Dabei ist auf einer Seite eine Mobilitätsstation entstanden, da können Sie die MVG-Räder, auch Elektroräder der MVG ausleihen, Carsharing, unterschiedliche Anbieter von Carsharing und auch eine Ladestation gibt es dort und auf der anderen Seite soll ein Begegnungsort entstehen. Das Gestaltungskonzept haben die Kollegen Felix Lüdecke und Jürgen Christian Hannemann gemacht und durchgeführt. Das sind auch Kollegen hier aus dem Institut. Und der Bau war auch partizipativ. Da konnten die Anwohner jederzeit mit Schrauben, Mallen und Kernen und alles Mögliche. Und dann ist es eben so ein Begegnungsort entstanden. Wir hatten eine Aktionswoche durchgeführt. Das war eine Podiumsdiskussion. Und da sind Leute wirklich spontan stehen geblieben. Sie sehen, der Herr, der war nicht jetzt für die Abendveranstaltung da. Also das ist wirklich ein Platz, wo jeder kommen kann, auch sich einbringen kann, seine Meinung kundtun kann. Das wird geplant, ist es, dass es Anfang November wieder räumt, aber wir sind auch in Gesprächen. Falls, ich lege es euch ans Herz, unbedingt sich das anzuschauen, weil genau solche Projekte brauchen wir in München. Mutige Projekte, wo man mit dem Autoverkehr ein bisschen zurückdrängt und den Menschen in den Vordergrund stellt. Ein anderes Projekt, wo wir gerade dabei sind, ist der westliche Stadt Grabenbach. Es wurde vorhin schon erwähnt, die Wirkung von Wasser, vor allem eben bei, in der Innenstadt, in den heißeren Sommer, die uns erwarten. Und wir haben uns die unterirdisch fließenden Stadtbäche angeschaut und da gibt es eben den westlichen Stadtgrabenbach, der von Sendlinger Tor Richtung Stachus fließt und wir konnten uns sowas vorstellen, ein Ort, wo man sich erfrischen kann und wo auch eine Verdunstungskälte erzeugt. Wir haben das technisch analysiert. Der Bach fließt 4 Meter tief, das heißt, es macht keinen Sinn, den nur freizulegen, weil da hätte man so einen 4 Meter tiefen Graben, sondern mit 2 Turbinen und einer Pumpe würden wir eben das Wasser hinter dem Sendlinger Tor hochpumpen und der würde eben nach, hinter der, also wenn man, wo man möchte praktisch, dann wieder zum Bach zurück. In der Herzog-Wilhelm-Straße gibt es auch eine ziemlich unansehnliche Grundfläche dort.
Das haben wir jetzt gefotoshoppt, also ich bin ja nicht Landschaftsarchitektin. Das wäre so ein Vorschlag, also nicht, dass Sie sich denken, da kommt eine Art Eisbach hin. Also es wäre schon nur so ein Gerinne, wo man knöcheltief reingehen könnte. Aber uns ist es auch schon wichtig, sich die ganze Fläche anzuschauen und vielleicht wäre es möglich, Parkplätze auch hier zu entfernen und mehr Raum für den Grün zu geben oder für die Fußgänger, dass vielleicht gerade jetzt, wo die Sendinger Straße auch Fußgängerzone wird, dass genau auch der Bereich autoreduzierter wird. Einige Studenten auch dieses Hauses haben sich auch das Projekt angeschaut und viel schöner das Konzept als ich entworfen. Es ist hier nur ein Auszug, es ist ein wirklich interessantes Konzept, was daraus geworden ist. Wir sind gerade mit dem Bezirksausschuss in Gesprächen, dass wir nächstes Jahr vor Ort unterschiedliche Aktionen durchführen, um diese Maßnahmen, um die Akzeptanz der Maßnahmen unter den Bürger, den Anwohnern, den Anliegern abzufragen und das voranzutreiben, weil gerade in der Innenstadt, im Hackenviertel, gibt es überhaupt keinen Grün. Und das, ich hoffe, damit haben Sie einen groben Überblick, was Green City so macht und wie wir arbeiten. Aber eigentlich, was Green City auch ausmacht, sind Sie von der Forschung, die unsere Arbeit wissenschaftlich untermauern, seid ihr die Studenten, die Lust habt, mit unseren Projekten Arbeiten zu machen, sind Sie von der Stadtverwaltung, die uns Genehmigungen erteilen, Kooperationen eingehen, auch finanzieren, muss man auch sagen, und von der Politik weiß ich nicht, ob es heute jemand da ist, aber die sind auch natürlich ganz wichtig, damit diese Vision eben politisch vorangetrieben wird, weil wir nur gemeinsam diese Herausforderung meistern werden, damit München fit für den Klimawandel wird. Vielen Dank.